Am Donnerstag, den 3. November, wurde dem neu erbauten Gemeindebau am Handelsquai 214a in prominenter Runde ein Name verliehen. Namenspatron ist der ehemalige Bezirksvorsteher Karl-Heinz Horrer, der 2017 verstorben ist. Bürgermeister Michael Ludwig hob besonders die durchdachte Planung des neuen Wohnhauses hervor. Ich kann mich noch gut erinnern, wie hier diese sehr unansehnliche Garage gestanden ist, die schon sehr in die Jahre gekommen ist. Und ich finde, das ist eine sehr gute Lösung, 332 Wohnungen zu verbinden mit vielen Gemeinschaftsflächen und dass auch der Durchblick gewahrt ist, auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des schon hier bestehenden Gemeindebaus aus den 70er Jahren. Von daher finde ich hohe Lebensqualität verbunden mit leistbaren Wohnraum. Dem Bürgermeister sprach auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai zu den Festgästen und erzählte, wieso er seinen Vorgänger in der Leopoldstadt und jetzigen Namenspatron des Gemeindebaus so schätzte. Karl-Heinz Horrer war immer einer derjenigen, der direkt zu den Menschen gegangen ist, sich die Probleme angehört hat und dort vor Ort hingegangen ist. Zum Beispiel auf die Märkte, wenn ein Problem aufgetaucht ist, hat er das selbst auch mit der Magistratsabteilung erledigt. Oder hier ein Projekt, ein Riesenprojekt, dass die Gemeindebauten neu da hierher kommen auf den Platz, auf der alten Garage. Am Handelsquai ist es einer der großen und letzten Projekte, die er gemacht hat. Und er hat sich sehr gekümmert um öffentliche Verkehrsmittel, um Verkehrstechnik und Mobilisierung im Bezirk. Und das sind halt seine Highlights, die er im Bezirk wirklich hinterlassen hat. Große Spuren und große Fußstapfen. Monika Horrer war über die Ansprachen von Michael Ludwig und Alexander Nikolai sichtlich gerührt. Aber auch glücklich und dankbar wurden doch die Leistungen ihres Mannes posthum gewürdigt. Wie ist das für mich? Traurig? Und auch mit Stolz erfüllt, weil das hat er sich verdient, weil er wirklich sehr viel für die Politik gemacht hat. Weil er war ab seinem 14. Lebensjahr war er politisch tätig. Im Zuge der Hofbenennung konnten die Gäste anschließend auch eine Wohnung besichtigen und die Aussicht genießen. Für die Direktorin von Wiener Wohnen, Karin Ramser, sind solche Festakte immer eine besondere Freude. Ja, das stimmt. Eine Hofbenennung freut uns immer. Es ist schön, wenn ein Hof einen Namen bekommt. Das hebt ihn aus so einer Adressenanonymität in gewisser Weise auch heraus. Mich freut es besonders, dass es nach Charlie Horrer benannt wird, der ja für den zweiten Bezirk und auch für diesen Gemeindebau sehr viel getan hat. Wir haben hier ja auch einen Gemeindebau neu, der Menschen ein Zuhause bietet. Und darum freut es mich ganz besonders, dass der Charlie Horrer diesen Hof bekommt. Übrigens, zum Karl-Heinz-Horrer-Hof gehört nicht nur der neue Gemeindebau direkt am Handelsquai, sondern auch jener direkt dahinter. Insgesamt bietet Wiener Wohnen hier über 2000 Menschen ein leistbares Zuhause.